Eins, zwei, drei, vier. Okay. Hallo, willkommen zu Augsteins Freitag, dem Podcast des Freitag am Freitag. Ich bin Jakob Augstein, Journalist und Verleger des Freitag. Und ich erkläre Ihnen jetzt kurz, warum ich diesen Podcast mache und worum es hier gehen wird. Es ist ja nicht so, dass wir zu wenig Podcasts da draußen haben. Hier noch einer meiner. Fangen wir mit dem Freitag an. Der Freitag ist eine kluge, linke Wochenzeitung aus Berlin. Und vielleicht kennen Sie den Satz, dass Journalismus sagen soll, was ist. Ja, finde ich auch. Machen wir auch. Sagen, was ist. Das ist wichtig, keine Frage. Aber wir sagen auch, was sein sollte. Ich finde das beinahe noch wichtiger. Ich gebe zu, mich interessieren inzwischen die Dinge mehr, wie sie sein sollten und sein könnten, als wie sie sind. Ich mache meine Arbeit schon ziemlich lange, seit 1992, um genau zu sein. Ich war Bezirksreporter in Berlin-Schöneberg und ich war für die Süddeutsche Zeitung in München und in Berlin. Ich war Reporter in den neuen Bundesländern. Ich habe im Hauptstadtbüro der Zeit gearbeitet. Tolle Erfahrung. Ich habe einige Jahre lang eine wöchentliche Kolumne auf Spiegel Online geschrieben und ich bin eben der Verleger dieser politischen Wochenzeitung der Freitag. Und vielleicht haben Sie auch mal die Diskussion gesehen, die ich mit dem Kollegen Blome im Fernsehen geführt habe. Aber trotz dieser Erfahrung oder wegen dieser Erfahrung frage ich mich manchmal, ob ich eigentlich ein richtiger Journalist bin oder überhaupt jemals war. Vielleicht ergreift Sie auch manchmal so ein Gefühl, ja, bei den Sachen, mit denen Sie sich beschäftigen. Wenn man das übertreibt, übrigens, ich habe gegoogelt, kann man nachsehen, gibt es dafür ein Wort, das Hochstapler-Syndrom. Tolles Thema, können wir uns hier vielleicht auch mal mit beschäftigen. Aber so weit wollte ich jetzt gar nicht gehen. Ich halte es eher für eine gesunde Skepsis, die sich irgendwann einstellt. Ich meine, es werden auch nicht alle Leute zwangsläufig dümmer, wenn sie älter werden. Also, ich habe jedenfalls keine Ahnung, wie man den Begriff Journalismus heute präzise abgrenzt. Ich finde, das ist aber auch gar nicht so schlimm. Im Gegenteil, es bedeutet einen großen Gewinn an Freiheit, denn der Möglichkeitsraum, wenn ich das mal so sagen darf, ja, der Möglichkeitsraum ist immer größer als der Wirklichkeitsraum. Und genau darum soll es in diesem Podcast gehen, um den Möglichkeitsraum. Also es geht nicht um Nachrichten oder Hard Facts oder Politics oder Analysen. Ja, Entschuldigung, nächste Tür, gehen Sie weiter. Für Sie gibt es hier nichts zu sehen. Hier geht es um Sehnsüchte, Ahnungen, Möglichkeiten, um Dinge, die besser werden müssen und um die Menschen, die sie besser machen wollen. Menschen sind sowieso das Einzige, was wirklich interessant ist. Spannende Menschen, lustige Menschen, verrückte Menschen, meinetwegen manchmal auch nur nette Menschen. Menschen, die in der kommenden Woche eine Rolle spielen werden oder Menschen, die eine Rolle spielen sollten. Ihre Ideen, ihre Spinnereien, ihre Wut, ihre Enttäuschungen, ihre Sehnsüchte. Sehnsucht ist vielleicht das Wichtigste. Ich stelle mir vor, dass sich das gesprochene Wort dafür besser eignet als das Geschriebene. Es ist zugleich unmittelbarer und ungefährer. Vielleicht klingt das jetzt ein bisschen wirr. Sie werden schon sehen, was ich damit meine, oder Sie werden es hören. Und das von nun an immer am Freitag. Überall da, wo Sie auch sonst Ihre Podcasts hören, also zum Beispiel bei Apple oder Spotify, schalten Sie ein, hören Sie zu und schreiben Sie mir, was Sie denken und was Ihnen fehlt, gerne unter jakob.augstein@freitag.de. Bis bald, Ihr Jakob Augstein.